So, wir schauen mal, was in der Region los ist. Nicht viel. Ja, es tut mir leid, dass ich momentan nicht so viele Aufnahmen machen kann, aber ich möchte euch natürlich unterhalten. Geht aber leider nicht so viel, weil ich ja noch Level 42 bin, bald Level 43. Und ich einfach nicht so viel Lust habe, auf Champions of Regnum. Und aber Dankeschön fürs Mut machen von den Kommentaren im letzten Part. Und Dankeschön an Tax Collector für eine gute Skillung. Nur brauche ich Mitspieler, damit die Buffs natürlich auch relativ gut funktionieren, oder? Also wenigstens einen. Wir schauen mal beim Alga vor. Und gehen wir mal den Krul nach. Der hat süße Einhandhämmchen. Oder Äxte. Sehe ich jetzt nicht gerade so. Ja, ich freue mich, ja. Sagt doch etwas für das Teil. Wir haben wieder zu viel Reichweite. Ja, da kommt jemand. Er soll mich ein bisschen helfen. Ich will nicht das einsetzen. Ja, er hat keine Chance natürlich. Da. Daneben. Ich spiele mal ein bisschen mit ihm. Nö, kein Bock. Er hat nur Schaden angerichtet. Haha, ich bin viel zu stark für dich. Yeah, Baby. Juhu. Nö, kein Bock. Okay, ich gehe ab. Nein. Tschüss. Nein. Er hat wieder viel zu viel Reichweite. Das mag ich sowas so nicht. Ey. Diese armen Leute müssen mich immer töten. Das geht nicht. Ich möchte gerne ein bisschen weniger getötet werden. Ja. Ein bisschen weniger. Weißt du, für den Level 42 reicht's, wenn man es nur ab und zu macht. Der haut auch ab. Mann, ich wollte doch nur Ignis, also das Fort von den Ignis befreien. Das Algafort. Ich kann's noch nicht. Ich gehe jetzt dem nach, aber der wird auch wieder sterben. Die Barbaren sind einfach zu stark. Ja. Man ist. Alles sind zu schwach. Es geht doch nicht zu Fuß, zu Pferde. Ja. Ich kann ja ihn buffen, den Feier. Aber den anderen buff ich nicht, wenn er so hitzköpfig ist. Weißt du, das ist Kanonenfutter. Was die machen, ist Kanonenfutter. Ja. Ich bin halt einfach zu schwach, oder? Das ist einfach das Gefühl, deshalb buffe ich jetzt eher. Und setze halt Wirbelwind ein. Ich müsste es nur früher einsetzen. G-Flame. Ich will nicht den ein. Nein! Denke, du gehst hinten hin. Ah, ich bin nicht mehr an der Pylon. Ja, wenn das natürlich nicht geht, meine Pylon sollte eigentlich auf die Mitspieler gehen. Aber sie waren halt weiter weg. Ich muss noch ein bisschen üben natürlich. Also das ist noch nicht so. Aussprechgeschwindigkeit würde ich jetzt auch noch nicht nehmen. Ich bin ein bisschen, ja, noch ein bisschen ungeübt. Ja, der geht weg. Dankeschön. So nehmen wir das natürlich nicht ein. Das heißt, das Somos Mui Pacos. Tönt irgendwie wie Spacken. Ja. Also, ich habe so das Gefühl, es wird heute nicht mit einem Warzone-Part. Vielleicht machen wir nur einen kurzen Part. Ja, Algros. Ignis ist momentan ein bisschen überpowered. Die haben wenigstens gemerkt, wenn ihr mehr spielt, haben wir auch mehr zu tun. Aber wenn ihr weniger spielt, haben wir weniger zu tun. Und das haben die Igen gemerkt, aber die Alsen scheinbar noch nicht. Also einmal Forteinnahme, also nicht mal Forteinnahme bei Herbret, ist einfach ungenügend. Ich sehe das bei Sentinels und es gibt auch noch eine App, wo ihr sehen könnt, was die Dinge, aber das habe ich nicht installiert. Und
Ja, wir müssen gemeinsam für ISIS kämpfen oder ja, für die anderen Reichsspieler natürlich eher auch, aber so kann man Champions of Regnum retten, sonst kann man das nicht retten. Also es ist leider momentan echt flaut in diesem Spiel und deshalb müssen alle mitmachen, alle. Also ja, am besten auch anfangen zu spielen, wenn ihr es noch nicht macht. Und nur so kann man dann halt ein altes Spiel retten. Weil sonst, ja, ich habe halt auch nicht so viel Einfluss. Ich würde gerne in einem Let's Play mehr Einfluss haben auf das Spiel. Aber das haben nicht mal große, oder? Wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir, Gronkh Regnum spielen würde, dann hätte er viel mehr Einfluss, aber nicht so viel Einfluss, wie er eigentlich nötig hat. Zum, ja, das Reich zu unterstützen. Oder er wird es sogar übermäßig pushen. Das ist natürlich auch nicht so gut. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich viel livestreamen kann, wenn die Grafikkarte und der Bildschirm da ist und das Headset. Weil ihr hört ja meine Tastaturgeräusche und so extrem laut, weil ich das so sensibel einstellen musste. Und ich brauche jetzt unbedingt ein professionelles Headset und eine Soundkarte wahrscheinlich auch noch. Ich bin pleite. Ich bin jetzt nur wegen der Grafikkarte für 1.100 € pleite. Und für das Handy. Aber ich musste einfach ein gutes Handy haben, weil damit ich einen Stift habe. Ich kann einfach ein Handy nicht bedienen mit meinen Fingern. Die sind einfach zu sensibel und so. Dann treffe ich die Symbole nicht immer sofort und alles Mögliche. Das nervt mich zu sehr. Deshalb, ja, muss ich da auch 1.300 zahlen. Jetzt 1.100 für die Grafikkarte. Eine GeForce RTX 280 Super. Und die wird genug Arbeitsspeicher haben, um 20 Mal Regnum zu streamen. Aber ich wollte keine billigere mehr kaufen. Weil die billigeren haben so schlechte Werte gehabt, dass ich das einfach nicht wollte. Der andere ist AFK scheinbar, der da hinten hinter dem Baum war. Und wir greifen jetzt gerade kurz mal an. Scheinbar. Ja, irgendwie geht es nicht so richtig oder es wird einfach nicht angezeigt. So, jetzt haben wir dem gerettet. Wir haben ihn einfach mal vom Angreifen gerettet. So, ein bisschen Schaden machen, ein bisschen Energiebarriere machen. Ja, mach doch mal. So, ich mache wahrscheinlich kaum Schaden. Doch, ich mache 228 Schaden, okay. Ja, 297. Das ist schon gut. Ja, was ihr jetzt eigentlich machen könnt, ist einfach mal kurz schreiben, was ich denn genau machen soll momentan. Ob ich trotzdem Videos zeigen soll, die auch ein bisschen weniger ja, motivierend sind zum Zuschauen. Oder ob ich einfach mal Pause machen soll, bis es dann die Livestreams gibt. Oder ob ich, ja, weiß auch nicht, irgendwas verändern soll, irgendwie einen anderen Charakter nehmen soll. Zum Beispiel den Barbaren möchte ich mal wieder spielen. Aber der fällt die ganze Zeit tot um in der Warzone. Auch wegen den Monstern, der hat zu wenig gute Rüstung. Also die Monster im gleichen Level hauen ihn halt einfach zu schnell wieder zum Regenerieren. Und deshalb, ja. Ja, du musst ein bisschen heilen, also. Was ist das eigentlich? Auch ein Hexenmeister. Wieso haben wir zwei Hexenmeister und ein Baba, nein, Schütze mich. Das ist nicht so effizient. Wo sind die Bashis, wenn man sie braucht? Immer wenn man sie nicht braucht, sind sie da. Wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Ja, vielleicht mache ich sogar den Beschi weiter. Der ist Level 28, glaube ich.
Der könnte ich weitermachen, aber das heißt auch wieder viel zu grinden und so weiter. Das ist einfach nicht so motivierend für mich. Ich könnte mal kurz schauen. Okay. ja, ich brauche eben einen zweiten Bildschirm unbedingt. Ich kaufe nicht so einen teuren, weil der ist dann nicht zum Aufnehmen, der ist zum Aufnahmeprogramm überwachen und Kommentare lesen im Livestream. Und ja, das Headset, das kostet halt irgendwie so 300 €, das muss ich halt auch noch kriegen. Ja, momentan bin ich pleite, also ihr habt unten einen Spenden-Button, aber ihr müsst natürlich nicht spenden oder einen Euro mal spenden oder so, dass ich sehe, dass ihr auch ein bisschen etwas wollt, oder? Weil momentan ist die Unterstützung halt nicht so gut. Die meisten hauen wieder ab vom Video, weil ich zu wenig gute Qualität habe beim Mikrofon. Also halt die Tastaturgeräusche zu hören sind und ja, auch nicht so. Ja, vielleicht ein bisschen zu viel Bass oder so etwas. Ihr dürft gerne schreiben, was ich denn so noch nicht so gut mache. Das würde mich sehr viel helfen. Weil, ja, scheinbar ist meine Grafikkarte halt echt nicht gerade so gut. Es ist echt lame, das Game momentan. Ja, jetzt geht es optisch auch, okay. Die müssen aber sehr nah dran sein. So, jetzt kommt Belladonna Tuk wieder. Der hat. Was ist das auch, Hexen? Das ist jetzt ein Beshi. Endlich mal ein Beshi. Wie greift der an? Im Nahkampf mit Stab. Muss ja. Ich buff lieber das Kämpfen, wenn ich mache so wenig Schaden. Ja, Massenverbannung Energie brauchen nicht. Okay, jetzt haben wir es endlich geschafft, ey. Ich glaube, ich bleibe eher unten, aber fern von den Wachen. Weil oben hat es den Barbar sicher noch. Ich mach mal. So, dass ich hier bleibe. Also, dass ich ungefähr hier bleibe. Und, ja, die Level 60er sollen hoch. Der andere ist irgendwo noch da unten. Okay. Also, wir schauen, dass niemand kommt. Und, der andere geht wieder runter. Was dort eingenommen schon. Ging aber schnell. Da ist nämlich irgendwo noch ein Barbar. Irgendwo muss der Barbar doch noch sein oder ist abgehauen, weil wir ihm so viel Schaden angerichtet haben. Ironie. Ironie. Häslebauer haben wir auch jetzt bei ihr. Schön. Was haben wir bekommen jetzt? Steht das noch nicht? Ich weiß gar nicht. Aber eigentlich sollten wir jetzt ein bisschen. Ah, das ist ja unser Fort, deshalb geht's nicht. Ja, irgendwo ist hier ein. Okay. Ist kein Jäger hier. Der blaue Kristall, der sieht so schön aus. Auf der Map sieht er irgendwie so türkis fast aus, so dunkel. Aber das ist, glaube ich, der blaue. Oder ist der andere der blaue? Ne, der andere ist. Ah, das ist das Ding, die Krone, stimmt. Hä? Sieht aus wie ein Kristall. Ah, das sind ja die Relikte. Ah, die Krone mit einem blauen Haube, stimmt, jetzt sehe ich's. Die Kristalle sind ja im Reich auf den Podesten, stimmt. Ah, ich kenne mich echt nicht mehr so gut aus. So 2010 habe ich ja noch recht viel gespielt. Da war es eigentlich mein einziges Spiel, das ich so richtig mochte. Das war eine schöne Zeit. Als ich damals Regnum noch favorisiert habe. Heutzutage ist es halt jetzt, ja, Skyrim momentan. Und, ja, geht ja online ein bisschen wieder, aber also nur geht ja Roleplay, Real-Life-Server, WoW und Genex-Server. Ja. Also, ich denke, ich mache jetzt fertig Video. Ich denke, ich mache auch momentan eher weniger lange Videos, weil es halt einfach nicht lohnt, so richtig lange Videos zu machen. Tut mir leid, dass es so ist, aber ja, ihr müsst halt ein bisschen mehr schauen, damit es sich echt lohnt. Weil, ja,
Momentan ist halt einfach die Flaute da, dass die Leute meine Videos nicht mehr schauen lange und nicht mehr so viel einschalten. Da kann ich einfach nichts anderes machen, als ja, zu sagen, ja, dann mache ich halt kürzere Videos dafür mehr, damit wieder ein paar Leute kommen. Und ja, das ist einfach so die Sache. Regnum ist eher für kürzere Videos oder weniger Livestreams und so gemacht. In einem Livestream fühle ich mich dann halt immer so ein bisschen nutzlos, wenn ich halt einfach nichts machen kann, weil viele Spieler einfach irgendwo verstreut sind oder so. Und deshalb ist es nicht so gemacht. Ja, ich müsste hier noch ins Herbert-Fort. Und hier muss ich Schlangen töten. Das ist so eine nervige Quest, weil man 25 Giftdosen von sehr grün, großer grüner Schlange holen muss. Ja, ich werde noch ein bisschen Reis-Quest leveln, genau. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Video. Hoffentlich dann wieder. Und Dankeschön fürs Anschauen, vor allem fürs lange Anschauen, bitte. Aber ja, ich muss es halt, ja. Genau wie das Pferd muss ich halt ein bisschen momentan etwas machen. Ich werde einfach gezwungen von YouTube, weil YouTube immer wie schlechter wird. Habe ich immer das Gefühl, ja, ich muss jetzt wirklich auch langsam ein bisschen etwas machen, damit ich vorwärts komme. Und das ist immer so die Sache. Ich mach's nicht gerne. Naja, der Brief schaue ich dann alleine an. Ich habe da, glaube ich, keinen Briefkasten. Oder hier vorne. Können wir mal kurz schauen. Aber das heißt, glaube ich, nur, dass mein Item überboten wurde. Ich habe eine Robbe für 1000. Nein, für 100.000 Geld ersteigen wollen. Und dann hat jemand bis auf 130.000 hochgemacht und ich habe dann aufgegeben. Und am Abend war das Item bei 1,125 Millionen. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht weiter. Wie übertrieben sind die Leute, um es zu be bekommen? Wie hoch muss der Preis sein? Es war nicht mal eine gute Robbe. Sie war für Level 60. Aber sie war schlecht. Ich habe sie einfach kaufen wollen, damit ich dann ein Item habe. Aber nö, ja. Weißt du, für 100.000 hätte ich es genommen oder für 140.000. Aber für mehr nicht. Also es ist ja völlig übertrieben. Das Aha. Es nützt überhaupt nichts. Es ist einfach nur ein Wucherkoloss, weil man keinen maximalen Preis eingeben kann. Wird es einfach in die Höhe gemottet. Also auktioniert. Und deshalb, ne, habe ich nicht gemacht. Was macht er eigentlich dort? Sah so aus, als würde er auf dem Baum sein. So ein bisschen auf der Seite vom Baum, aber weil der Busch voll dran ist, sieht man es nicht so richtig. Ja, also, dann gehe ich halt Reis Quest leveln. Ist eine Scheißarbeit, aber Monster droppen fast nichts oder gar nichts. Und deshalb, ja, bin ich momentan gezwungen, scheiß lame Reichsquests zu machen. Aber gut, ja. Dann einen schönen Tag und viel Spaß noch mit anderen Dingen. Genießt euer Leben. Bis nächstes Mal. Tschüss.